Also ein denkmalgeschütztes Gebäude ist unglaublich kompliziert zu erhalten und zu pflegen. Und gerade nach dem hochfrequentierten Reformationsjubiläum ist es einfach toll zu wissen, dass diese Kirche entstaubt wird, gereinigt wird. Das ist ein puristisches Gefühl. Und so eine grundhafte Reinigung unserer Kirche stellt natürlich besondere Ansprüche für die denkmalgerechte Reinigung. Und da freuen wir uns, dass wir da auch einen Partner gefunden haben, der von sich aus schon mit sehr viel Fingerspitzengefühl an dieses Thema herangeht, der die entsprechenden Geräte hat. Das muss man einfach sagen, dass man ohne die historische Substanz zu verändern oder zu beschädigen, aber trotzdem eine gründliche Reinigung durchführen kann. Wir sind Weltkulturerbe, dadurch sind wir wieder nach diesem anspruchsvollen Jahr wahrlich vorzeigbar. Man weiß, man hat hier jetzt sowieso ein Bauwerk, was mehr oder weniger die ganze Welt kennt, grundgereinigt. Man hat einen Zustand geschaffen, wo man sagen kann, wow, das sieht top aus. Und dann geht man glücklich hier raus, aber auch erschöpft.